Wir testen einen Winterparker für gerade mal 50 Euro, einen für 90 und einen, der, festhalten, 400 Euro kostet, auf Herz und Nieren. Unsere erste Testkategorie, der Optikcheck. Da haben es Winterjacken nicht immer leicht. Die Polsterung packt optisch gerne ein paar extra Kilos auf die Hüften. Sophias 50-Euro-Jacke macht den Anfang. Ich finde, die sieht halt einfach total sportlich, rustikal. So. Rustikal? So ein bisschen schwer auch. Also ich finde, die hat auch keine schöne Form. Da geht so die trägt weibliche ein bisschen Figur verloren. Ja. Ja, sie trägt ein bisschen auf, leider. Ob Aliens Jacke für 90 Euro besser punktet? Also, ich finde meine eigentlich schön. Die ist total schön tailliert. Das ist bei Irenes 400-Euro-Jacke nicht so. Fühlt sich sehr gut an. Das Einzige ist, ich würde sehr gerne, dass es ein bisschen taillierter ist, damit man ein bisschen mehr Körper sehen kann. Unsere Mädels sind sich einig, die 90-Euro-Jacke von Aline ist der optische Gewinner. Aber welcher Winterparker kommt am besten an? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt. Ich finde das rechte Modell am besten. Mir gefällt die ganz rechts am besten. Die geht noch ein bisschen über den Pappes und hat einen schönen Schnitt. Ich finde, die in der Mitte ist am schönsten geschnitten, weil die in der Mitte einmal tailliert ist. Also so am besten gefällt mir die Jacke ganz rechts. Sorry, aber die ganz links, die ist sehr hässlich. Auch vom Stoff her sieht sie zu billig aus. Die Passanten sind sich einig, ihr Optikpunkt geht an das 400-Euro-Premium-Modell. Unsere Mädels aber lieben die mittelpreisige Jacke. Das günstige Modell für 50 Euro ist rein optisch raus. Weiter geht's mit unserer zweiten Testkategorie, dem Kältecheck. In einer Skihalle müssen die Ladies 10 Minuten bei minus 3 Grad ausharren, wie beim morgendlichen Warten auf den Bus. Minus 3 Grad sollte jeder der Jacken können, denn das entspricht einem durchschnittlich kalten Wintertag. Ich denke, dass alle drei Jacken von uns eigentlich ziemlich warm halten sollen. Also sowohl meine ist auch ziemlich dick und ich meine, die beiden machen auch einen sehr warmen Eindruck. Welche Jacke am besten isoliert und welche zu viel Körperwärme abgibt, zeigt die Wärmebildkamera. Und warm sieht definitiv anders aus. Bereits nach kurzer Zeit zeigen sich deutliche Unterschiede. Ich fange auch echt an, den Arm anzufrieren, aber ansonsten wirklich mein ganzer Oberkörper, bis wo die Jacke hier aufhört, ist mir wirklich ziemlich warm. Meine Hände sind wahnsinnig kalt, auch meine Taschen, also ich habe das Gefühl, sogar in den Taschen, es ist fast kälter als draußen. Meine Arme, auch gerade hier hinten, ist auch super kalt. Das ist bei Irene und ihrer teuren Jacke ganz anders. Fass mal hier rein, ist der Wahnsinn. Ist wie eine Heizung. Es ist echt warm. Oder? Das ist wirklich sehr angenehm. Und genau so fühlt es sich innen drin an, also ich friere nicht. Das zeigt auch die Wärmebildkamera. Dort, wo es blau ist, ist die Isolierung am schlechtesten. Überraschenderweise sind bei Aileens mittelpreisiger Jacke die meisten blauen Stellen zu sehen. Sophias günstigere Alternative isoliert ein wenig besser. Und Irenes 400-Euro-Modell verliert kaum Wärme. Nach 10 Minuten steht der frostige Verlierer fest, das Modell für 90 Euro. Als ich die Jacke zum ersten Mal angezogen habe, da dachte ich, oh, die fühlt sich relativ dick an, die sieht gut verarbeitet aus. Das hat mich jetzt, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen enttäuscht. Und der teuerste Parker bekommt einen Gewinnerdaumen dazu. Aber lohnt sich die 400-Euro-Winterjacke auch an den wirklich eiskalten Tagen im deutschen Winter? Wir machen den Extremkältecheck in einer Kältekammer bei minus 15 Grad. Boah, ist das kalt. Ich habe schon überall Gänsehaut. Unsere Mädels müssen 10 Minuten aushalten. Ich friere total an den Armen. Ich friere eigentlich mittlerweile überall. Also mir geht's gut. Auch hier schneidet die mittelpreisige Jacke am schlechtesten ab. Die günstige kann die frostigen Temperaturen erstaunlich gut ab. Und den Premium-Parker können noch nicht mal arktische Temperaturen etwas anhaben. Die dritte Runde geht somit wieder an die 400-Euro-Jacke. Aber wenn die teure Jacke so warm hält, schwitzt man bestimmt auch in ihr, oder? Ausgestattet mit Löschpapier, das Schweißrückstände aufzeigen kann, müssen unsere Mädels im Bewegungscheck eine Abfahrt runterrodeln und wieder hochlaufen und das insgesamt 5-mal. Sieht trocken aus. Trocken? Aber ehrlich gesagt hätte ich das nicht erwartet. Ich würde sagen, da haben alle unsere Jacken bestanden. Ja, gut abgeschnitten. Sogar die teuerste. Sie hält super warm, trotzdem schwitzt man nicht. In unserer letzten Kategorie, dem Nässe-Check, testen wir bei jeder Menge Schneespaß, wie wasserabweisend die Jacken sind. Also
Also mir ist schon sofort aufgefallen, dass bei Sophias Jacke der meiste Schnee hängen geblieben ist, wie man sieht. Bei uns ist alles schön abgeprallt. Ich fühle mich nicht nass oder so, aber es fühlt sich kalt auf meiner Haut an, weil ich merke, dass, dass der Schnee hier einfach irgendwie liegen bleibt. Das könnte bei viel Schnee oder einem Schauer bedeuten, dass die Jacke durchweicht. Daher kann sie nicht so gut punkten wie die teureren Alternativen. Der Sieger steht fest, wenn es nach Punkten geht, ist der Arctic Parka für 400 Euro unser Gewinner. Wer aber nicht vorhat, nach Sibirien auszuwandern, ist auch in einer mittelpreisigen Jacke bestens für den deutschen Winter gewappnet. Yeah.